Ja, moin Leute, bevor das Video losgeht, ein kleiner Hinweis, und zwar sehen mich auf Twitch, werden die wohl nicht wissen, nicht mehr auf YouTube, seit einiger Zeit schon nicht mehr, auf YouTube werden auch einmal wöchentlich die Streampläne hochgeladen, Shorts, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, ein Follow ist nicht, ist kein Muss, ich würde mich auch noch zu freuen, wenn ihr zuschaut, ein bisschen schreibt, ja, das war es auch an dieser Stelle von mir, ich freue mich, wenn ihr zuschaut, wenn ihr euch meine Community einschließen möchtet, seid ihr herzlich willkommen. Ich mag alle. Spaß. Spaß, ich mag alle. Ja. Dann noch viel Spaß beim Video. Jo, was geht ab? Ja, in der letzten Folge haben wir die ganze Missionsreihe, die ganze Storyline auf Ort Mantell erledigt. Ja. Hat sich herausgestellt, dass unser Crush Sirena halt irgendwie so ein Sato, so ein ehrenloser Verräter war, für Skava gearbeitet hat, der sie aber gescammt hat, schon verdient. Ja, wir haben die Separatisten alle niedergemetzelt, und haben noch drei Heldenmissionen, die wir jetzt in dieser Folge ableisten werden. Wenn ich wüsste, wohin. Sind alle auf dieser Kackinsel. Ja, okay. Dann machen wir mal Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Inventar leer. Viel Glück da draußen. Aktivieren den Gigaboost und fahren da mal ein. Für 3 Stunden ist eigentlich Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten kompletter vorgesehen. Waste, aber ist okay. So, da ist die Subgrip-Insel, ne? Irgendwas gerade gemacht. So, was haben wir hier? Hier sind noch die Strandblinde dran, ne? Ja. Ja, Scout, ne? Du bist ein schlechter Scout, wenn du mich hier einfach durchlässt. Kleines Auge. Was ist das? Nehmen wir mal die Gigastrecker, ne? Was sollen wir eigentlich hier machen? Tutesavrips 2 von 10. Tutesavrips Anführer. Lieferung des Druiden. Das ist der Savo Streiter.
Oh nein, jetzt kommt die Olle da an. Soll ich denn jetzt alles bekommen? Oh Mann. Machen wir jetzt mal hier was anderes. Digga, geh doch woanders hin, Bro. Folgt mir nicht. Alter. Protokollfehler. Mission nicht ausführbar. Lieferung nicht ausführbar. Dorf Uradam. Protokollfehler. Bist du der Droide mit der Vorratslieferung? Ich habe die Vorräte. Sie sind in Sicherheit. Lieferung aufgrund von Protokollfehler nicht ausführbar. Zielkoordinaten nicht lesbar. Angriff durch Savrib Spezies. Monströse Kreatur. Fortbewegungsversagen. Lieferung jedoch intakt. Gegenstand Schmuggelware. Droge bekannt als Spice. Lecker. Kessel. Ziel Gizmelgam, Ort Mantell. Was will Gizmelgam denn mit Spice? Lieferung wurde registriert unter Dorfversorgung. Die Mission muss abgeschlossen werden. Würden Sie die Lieferung zu Gizmelgam bringen? Die Mission hat sich geändert. Vernichte die Lieferung. Ich muss gehorchen. Gut, Mission erfüllt, Lieferung vernichtet, Abschaltung beginnt. 5, 4. Oh, warte, kannst du nicht in meine Crew beitreten? 2, nein, warte, 1. Ey, Alter, stopp! Was soll denn das? Also, das ist wirklich nicht sehr nett von euch. Nein, das ist einfach nur dämlich. Ich hab gerade Gizmel angerufen. Bester Gürtel, beste Handschuhe. Savrib Häuptling, ey! Was wollt ihr mit Spice, also mit einer Droge, als Dorfversorgung? Ihr kämpft das schön, ne? Weil die Separatisten, die hier auf der Insel eingesetzt werden, die tun mir auch leid. Kann ich hier schwimmen? Na, nice. Easy. Ah!
Doch, schieß doch. Mann. Gereift hat. Oh, Wein? Haha. Kein Häuptling. Ja, wir den Häuptling. Ja, wenn Corso mich einfach nur hochhielt, ist das so easy. Dann könnte ich einfach nur in den Rücken schießen. Alright. Scheiße. Leben habe ich genug, nur das hier. Energie. So. Sind das Frauen? Willst du stören? Das war ein Typ, der so. Habt ihr andere? Hier so. Ani-chan. Ausgenockt mit der Hand. Da ist noch ein Häuptling. Geh weg, ey. Haha. Soll ich warten, bis ich das regeneriert, Digga, Alter. Nice. Das ging easy. Was habe ich hier? Eine Battle Jacket. Diese Handschuhe. Okay. Jetzt muss man noch einen Anführer finden. Und den dann einfach brutalst töten. Ja, den nicht. Nee. Weil, wenn wir schon hier sind, können wir so ein bisschen Sauwurfs jagen gehen. Ist das nicht unfair?
Oh, damn, gehen die jetzt hier hoch? Dann gehe ich hier runter. War da nicht noch einer? Naja. Okay. Setzt euch ans Lagerfeuer, hier kommt das Lagerfeuer, lädt. Das L-A-G-E-R-F-I-R-L-E-D. Und das Lied geht noch viel schneller, wir singen alle mit. Darum macht einfach mal mit. Bam, bam, bam. Easy. Danke. Oh Mann. Vielleicht wenn ich hier reingehe, vielleicht da noch einer. Saure Päuptling. Wer sagst denn? Können wir uns auch den Weg freischießen nach Hause? Ich habe was bekommen. Nö. Bro, warum bist du überhaupt hier, Alter? Alter! Junge, verpiss dich. Den ganz goldenen, der hier spawnt, können wir jetzt nicht töten. Ja, warum sind hier so viele Menschen? Oh, gehen wir wieder zurück. Und fliegen dann nach Fort Garnet zum Fernhafen.
Alright. Bisschen was haben wir gemacht? Wir haben 5 Riesen einfach nur durch Kämpfen und Missionen bekommen. Den anderen Shit können wir auch noch verkaufen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Konzentrieren Sie auf fast Einsatzbereit. 24 Riesen. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Es hat nur frech der Schnellreise kostet. Hat damals nicht gekostet, what the hell? Oh yeah. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Das kostet auch, aber halt nur 10. Oh. Mal gucken, was in der Kiste drin war. Habe ich gar nicht gesehen, ich habe nur irgendwas Blinkendes gesehen und dann so zufällig draufgeklickt und oh, gut. I get it. Hier muss ich auch mal. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Post habe ich keine. Keine mag mich mehr. Du hast kein Schiff. Du hast kein Schiff. Du hast kein Schiff. Wo ist mein Schiff? Kann ich den nochmal machen? Man kann sie täglich machen und einfach sich hochgrinden vom Level her. Und Geld auch. Ich glaube, ein Gleiter kostet 25 Riesen. Der allererste. Ja, da ist die Fähre gerade gespawnt. Und das ist die Kopfgeldjäger? Anquas nimni mata sunri for papocha willapi. Ich habe es satt, auf Raumschiffen eingepfercht zu sein, Soru. Ich will auch mal rumlaufen und Sachen abknallen. Bis Gamayo Kojedwanti, Noa Hauyat Yachavopa. Ihr müsst Roguns Kopfgeldjäger sein. Hunnichoka, Nuncha, Kichawa Unachichi Tugwa. Bis Gamayo Kojedwanti, Noa Hauyat Yachavopa. Euer Ziel ist eigentlich ein Mann namens Skavak. Nicht ich. Ja, du kapoka fukrida. Foda mokrita chai chai. Oder nur aber die Konai. Schokon hat schon echt ein Downgrade, ne? Ganz ehrlich. Tut mir leid. Ich reise immer nur erster Klasse. Mit Ticket, mit Platzreservierung. Ding wampa lahago. Jekoska und passa dobiska. Aber ich bin froh, dass ihr es nicht getan habt. Ich will nicht gegen euch gehen. Hallo. Naja. Auf den Kopf schlagen. Thank you.
Okay. Hätte ich dir auch einmal ergeben können, Bro. Jetzt haben wir eine andere Fähre. Oh, wie groß das hier ist. So unnötig eigentlich. Kein Lebewesen oder keine Fracht der Welt wird hier so safe groß angeliefert. Das ist einfach nur zum Flex hier, auch wenn es voll hässlich aussieht. Und die ganze Stein hier so. So eine öffentliche Fähre sein gut worden, nicht irgendwie. Weiß nicht. So ein Shit-Hafen. Yeah, Shit-Hafen. Na, ich wollte dir helfen, aber ich muss gerade los. I'm sorry. Das sah geil aus. Kurz reden. Wenn ihr mal eine Minute Zeit habt, Captain, ich habe da über etwas nachgedacht. Die ist auch schon ziemlich schlecht. Okay, dann reden wir mit Corso und dann war's das mit der Folge. Prioritätsmission, ich mag gar nichts hier. Hier sind 76 Spieler, damn, das ist gar nicht tot. So, wir gehen hier. Corso? Corso? Ah. Das ist das beste Gefühl. Ein Himmel voller Sterne, ein neuer Planet wartet irgendwo in der Galaxis. Das wird nie langweilig. Ich dachte, du hättest Ord Mantell nie zuvor verlassen. So viel wisst ihr über mich, Captain? Es ist selten, jemanden zu treffen, der so schnell das eigene Leben erkennt. Als ich zurück nach Ord Mantell kam, dachte ich, das wäre das Ende für mich. Danke, dass ihr mir einen Ausweg gezeigt habt. Ja, gerne. Also, wie steht es um den Krieg, Captain? Glaubt ihr, dass die Republik aufhören wird, sich hinter dem Vertrag von Coruscant zu verstecken und offen zugibt, dass sie das Imperium vernichten will? Safe. Es passt einfach nicht, mit Leuten zu verhandeln, die jeden Mann, jede Frau und jedes Kind töten wollen. Übst du gerade deine Antrittsrede? Wollt ihr mir weismachen, dass ihr nicht darüber nachdenkt? Ich schon. Ich bin zur Friedensbrigade gegangen, als ich 14 war. Ich weiß, wie ein Planet aussieht, wenn das Imperium damit fertig ist. Nach dem, was Skavak sagte, dachte ich, du kämest direkt von einer Farm. Ich stand Skavak nie so nah, wie er dachte. Die Brigade ist eine Hilfsorganisation, geht auf Planeten, die vom Vertrag von Coruscant im Stich gelassen wurden und hilft Leuten, die das Imperium verdrängt hat. Ich war ein Kind auf der Suche nach Abenteuern. Nach 2 Monaten sagen wir einfach, es gibt keine Kinder in Kriegsgebieten. Das ist deep. Das ist sehr deep. Noch was? Habt Mut, Captain. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich mitkomme und ein paar Treffer für euch abfange. Hauptsache du klaust mir nichts. Egal, das war's mit der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!
irgendwie